Meine liebsten Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch hier in dem Saal, wo wir die Portale haben, die uns einmal zum Zweifel führen oder aber auch zum Urteil. Das letzte Mal, ja, da wurden wir tatsächlich zur Verzweiflung geführt, weil, ja, da war letztendlich nur ein Portal und wir wussten nicht, was wir tun sollten und wir waren auch mal wieder hier. Ganz enttäuscht sind wir zurückgekehrt. Jetzt wollen wir den Gang etwas anders formulieren und woanders reingehen, und zwar in das Sabakino Heer, das Urteilszimmer sozusagen. Hinter dem Portal wird es hoffentlich was geben. Ich gucke nochmal kurz ins Menü. Ja, das ist ja ganz gut hier. Können wir noch ein bisschen was tragen, aber ich glaube, das wird ganz gut, weil wir, ja, das machen wir, komm. Weil wir einen Lula, kriegen wir schon, wir lulern uns hier schon durch. So, und herzlich willkommen, nächste Folge hier, 42 von Tonnenkuss-Monsters, Teddy in Wonderland. Ihr seht es, 24 Felder, wow. Das wird wieder ein Mordsgaudi. Also laufen wir fröhlich, mutig und natürlich ohne mit der Wimper zu zucken, obgleich gleich der nächste Kampf uns erwarten mag. Ich hoffe, ihr habt euch gut gestärkt für heute. Seid ihr fit? Seid ihr fit für das, was wir jetzt hier durchstehen müssen? Hä? Guckt mal das an, hier. Ein Kidagus. Und natürlich, wunderbarer Okizuchi, ein großer Hammerbruder, den wir jetzt erstmal gleich weghämmern werden. Aber erstmal sind unsere Freunde dran. Es wird angegriffen, es wird geschlagen, es wird vernichtet. Und hoffentlich gleich mit einem Levelanstieg auch noch belohnt. Noch ein bisschen Fleisch noch. Wir können uns ein paar Monster auch anfüttern. Aber jetzt erstmal hier hin. So. Haben wir doch schon mal ein 24. geschafft, Leute. Ich hoffe tatsächlich darauf, dass wir ganz schnell, schnurstracks die Portale mal finden. Das ist zwar immer recht utopisch gedacht, aber man weiß ja nie. Ab und zu ist das Glück uns ja auch mal holt. Was ist denn das Eklige? Das ist ja widerlich. Bah! Die Monster werden immer hässlicher von Tor zu Tor. Ich dachte schon beim letzten Mal hinter dem Tor der Zweifel da, dass das Nonplusultra der Hässlichkeit ist. Aber hier? Das würde abartig schon. Ich hab mir tatsächlich extra so einen Brechbeutel hier beiseite gelegt. Werde, guckt euch das mal an hier! Oh, mein Hellbockel! Macht das kaputt! Oder ich rekrutiere es für unsere Farm. Wäre auch ganz cool. Aber stellt euch mal vor, man zwingt irgendein anderes Monster hier Beischlaf mit einem Hellbockel zu machen. Das ist eine Zumutung. Sordele. Weiter geht's. Ich guck mal hier oben gleich lang. Mann, hier findet man die Portale wieder nicht. Das ist doch verteufelt. Hämmerchen und Hellbockel. Ja komm, mit Schlacht mich auch noch. Zack. Vergiftet. Tödliches Gift fließt durch seine Venen. Aber ist egal, er ist so oder so schon tot. Eine Kiste. Na gut, das ist jetzt schon Endgame-mäßig, was wir hier gerade machen. Lassen wir hier alles andere liegen. Gehen wir weiter stattdessen. Denn das dürften mit die letzten Portale fast schon sein. Also in der Hauptstory-Geschichte. Da gibt es, glaube ich, noch Postgame-mäßig was, aber das will ich euch eigentlich jetzt noch nicht antun. Irgendwann vielleicht mal gucken, wenn es uns danach beliebt, aber jetzt wollen wir erstmal das so durchstehen. Oh, guck mal, der will mitkommen. Ha, sogar ein Weibchen. Jetzt wird es gerade richtig gut, ne? Torero. Guck mal, Hiragana Katakana Verbindung. Gut so. Name ist gut, aber mitnehmen will ich dich nicht. Boah, bitte lass mich mal das Portal jetzt finden. Es langt. So langsam langt's hier mit dem Rumgestapfe. Da. Puh. Sehr schön. Na, dich will ich gar nicht erst länger angucken müssen. Wir gehen nämlich direkt weiter. Kaufen, verkaufen kommt jetzt gar nicht in Frage. Chimärenflügel nehmen wir mit. Vielleicht werden wir den noch gebrauchen müssen. Falls irgendeiner unserer drei Monster sterben sollte, müssen wir leider einen Rückzieher machen. Bis dahin kämpfen wir natürlich eifrig weiter. Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir dieses Mal mit einem Endgegnerkampf belohnt werden und das Tor dann geschlossen wird, sodass wir dann da mit durch sind. Falls noch einmal der Moment kommen sollte, wo ich denke, das schaffe ich nicht. Egal wie oft ich es versuche, das schaffe ich nicht. Dann wird natürlich wieder offscreen gelevelt. Ich habe lange Zeit überhaupt gezweifelt, ob ich das tun sollte, aber ich denke, beim besten Willen, ich habe glaube ich 3 Stunden oder sowas noch gelevelt. Das war schon ein bisschen länger, ne? Das musste man irgendwie niemandem antun.
Fubuki's Stab. Ich nehme mal das Heilkraut. Das wird erstmal verraucht. Und stattdessen nehme ich den Stab mit. Deshalb habe ich jetzt einfach mal offscreen gelevelt. Und kann nun entspannt weiterschreiten hier durch die Säulengänge. Und guck mal, jetzt haben wir einen Pucci-King sogar. Das ist ja fast schon traurig. Dann ist meiner gar nicht mehr so exklusiv. Er hat mir voll Mühe gegeben, den zu zeugen. Und jetzt kriegt man den hier schon hinterhergeschmissen oder was. Ach, guck mal. Krieger, bekämpfe ich. Auch wenn das natürlich knallharte Monster sind, die da. Und guckt euch das mal an hier. Ein Kingslime und ein Bakudan-Iwa. Kennt ihr auch den Sprengfelsen Bakudan-Iwa? Und natürlich hier der andere Bräuling da. Den mache ich dann fertig. Chini, wehrt wieder ab. Ich will, dass der Sprengfelsen kaputt geht, bevor der... Okay. Wahnsinn, was die für einen Schaden machen, ne? Die versuchen, Butchidon zu zerstören. Aber ich heil mich. Und zwar komplett einmal. Jawohl. Der rechte muss jetzt zerstört werden auch. Ja, weil der kann ich wieder beleben. Schöne Erfahrungspunkte. Nehmen wir mit. Und wir dürfen weitergehen. Stets mit der Hoffnung beladen, gleich das nächste Portal zu finden. Ich guck mal hier rechts und da gucken wir nochmal links. Nix da. Schon wieder hier. Das Trio Infernale. Ich verbrenne euch tatsächlich. So, und nochmal raufgeprügelt. Zerschellt unter meiner Ehrfurcht, die nicht mehr vorhanden ist, seitdem ich in der Arena gewonnen habe. Letzte Runde, das war wirklich wahnwitzig. So, weg damit. Und Butchidon steigt auf Level 30. Ne Mimik. Ja, ich muss mal gucken, weil ich kann, glaube ich, demnächst auch mal wieder was schön wegzeugen. So. Stattdessen gehen wir mal rein. Schlüpfen ins Loch. Und sehen uns hier Kisten gegenüber. Amolwasser. Ich kann nichts mehr tragen. Habe ich denn vielleicht noch? Ich habe so viel Fleisch, ne? Was tun wir denn mal weg? So, das werde ich nämlich dann gleich... Ach komm, jetzt guck dir die leere Kiste nicht an. Gleich mal trinken. Butchidon. Fleisch. Ohne Witz, das ist zu viel langsam. Das muss ich entfernen. Guck mal, was sonst hier noch drin ist. Lula-Stab ist gut. Fleisch. Und Fleisch. Also das ist alles zu viel Fleisch. Zu vieles Fleisch ist raus hier. Und dann wäre das hier der Weg, den wir gehen sollen. Ach, guck mal. Und weiter. Hier könnten wir mal da gucken. Da ist wieder nur ein Fläschchen wahrscheinlich. Amolwasser, das brauchen wir nicht. Aber das kriegen wir noch ein bisschen was zu sehen. Nächstes Mal kann ich wieder Fleisch verfüttern. Hätte ich jetzt auch machen können, damit es nicht weg ist, aber der nächste Kampf kommt ja zugleich. Da nicht lang, hier unten. Da wieder Fleisch. Meine Güte. Sollten wir es mal benutzen jetzt. Ja gut, davon will ich eher einen Arm. Oh nein, ich drück zu schnell. Verdammt. Oh Mann, mein Finger ist flinker als mein Kopf hier. Eh nur so ein Billigfleisch. Dann dit hier, komm. 446G. Müssen wir gleich mal das Portal finden. Sonst muss ich mich lulern lassen. Du kriegst jetzt ein Stück Fleisch. Wo ist Fleisch? Da. Fleisch am Knochen. Nee, der will nicht. War ihm zu günstig, das Fleisch. Discounterfleisch. Solange es nicht Bio ist, dann sagen sie mal, nee, wollen sie nicht haben. Amolwasser können wir gleich wieder
süffeln, das ist immer ganz gut. Gucken wir mal hier gegenüber eine Kiste. Könnte das eine Mimik sein? Oder was ist das? Fleisch. Hoch, vielleicht? Wirkt wieder so gigantisch gleich, ne? Ah, Igittigit, das ist ja auch so ein Dodolo. Da kann ich aber wieder was füttern. Und da gibt's von Kida gleich einen Angriff. Ich sehe hier schon, Magiepunkte sind dort auf ein Minimum. Also zaubern können wir da aber nicht. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir gleich irgendwo einen Priester finden. Es wäre herzallerliebst, wenn wir da die Möglichkeit hätten. Was sagt der Stab? Na? Nula-Stab. Ist gleich besser als der Magie-Versiegelungs-Rotz da. Hat nur noch ein Fleisch. Nee, ne? Okay. Dann halt so. Lula-Stab. Ich mach den anderen weg. Dann nutzen wir die gleich mal. Ich guck nochmal nach oben. Okay. Sehr gute Wahl. Das wäre nämlich ziemlich weit abgelegen gewesen. Oh, perfekt. Oh ja. Segne mich. Segne mich. Und dann gucken wir. Ach cool. Das sieht ja witzig aus, aber ich habe kein Fleisch, ne? Den Libellendrachen hätte ich gerne. Da wurde gleich totgeschlagen. Vielleicht kommt er so mit. Ich glaube eher weniger, aber trotzdem. Man kann es ja mal versuchen. Die Monster-Designs bei Dragon Quest sind schon echt richtig, richtig cool. Da pocht mein Herz auch mehr für als zum Beispiel für ein Pokémon. Ah, guck mal hier. Das ging fix. Amol, Wasser. Muss ich wieder Lulan? Nee, muss ich nicht. Sehr gut. Aber hier vielleicht. Ich wag den Griff zum Stabe. Naja, das hätten wir auch schaffen können, aber trotzdem, so sind wir ein bisschen schneller gleich vorwärts gekommen. Hier wagen wir erstmal den Blick durch die nächsten Areale und dann können wir uns immer noch entscheiden. Ich glaube, ich kämpfe hier einfach mal. Ein paar Kristalle lassen wir fliegen. Machotto! Macht auch gut Schaden. Shini greift an. Sehr gut. Und Kida steigt ein Level. Da, nix da. Haben wir Nula-Stab? Wir haben keinen mehr. Das ist ziemlich bitter. Gerade bei dieser Ebene, die ja echt gigantisch scheint. Puh, das sind echt viele, viele, viele Ebenen, die wir hier passieren können. Beziehungsweise viele, viele große Hallen. Das Farena. Komm, den machen wir kaputt. Hässliche Fliege. Der König schlägt. Wir kontern und erledigen ihn. Puh, lass uns bitte das Portal finden. Das ist bestimmt da oben dann, oben links. Wo wir als letztes gucken, da ist es dann in der Regel. Meine Güte. Okay. Naja. Ah, ich sehe gerade, Shini ist tatsächlich noch auf Inochi Daijini. Wann habe ich das? Das habe ich noch niemals geändert. Ich verstehe. Das ist mir ein Rätsel. Hatte ich das. Das hat eben noch nicht geändert gehabt, oder doch? Ey, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein Gedächtnis. Eine Gedächtnislücke. Okay. Oh, jetzt
Herzlich willkommen hier im Kolosseum. Es geht gleich los. Erste Runde. Wir müssen hier kämpfen. Ich bin Wanda und ihr die Spirits. Den Stab zerbrechen wir. Und natürlich auch die Geister. Ja, Bucciron steigt ein Level. Kann nichts mehr lernen, was das... Meine Mann, da kann er... Ah, den Angriff, den er erhalten hat, kann er nachäffen. Ich habe wieder gedacht, Angriff durch Kollegen, die er ruft. Skult, Migrante. Oh, das wird schwer. Mach das mal weg, komm. So, zweite Runde. Müssen wir auch durchstehen. Alter, der Eulengrizzly ist ja richtig cool. Ich glaube, das ist mein Lieblingsmonster. In der Mitte. Aber so cool wir es auch finden, wir müssen alles daran setzen zu gewinnen. Lizardman wurde eingeschläfert. Und getötet. Und natürlich Runde 3 auch noch. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Machado! Komm, plättet die Viecher. Jawohl. So, ein Sieger. Und es gibt, marmoriertes Fleisch. Wollen wir nochmal? Nee. Feuer, oder? Nee. Es reicht. Reicht, reicht. Ich will ja weiterkommen. Ich muss ja noch andersweitig kämpfen. Ebene 19, von der es hoffentlich unmittelbar in die 20. rübergeht. Eine Kiste. Den Inhalt versuche ich mal jetzt noch schnell unter den Nagel zu reißen. Dann hoffe ich gleich auch noch auf priesterlichen Beistand kurz. Eine Mimik, auch das noch. Okay, ich muss gleich heilen. Ich mache das direkt zu Beginn. Weil wenn Kida stirbt, dann stirbt unser Abenteuer hiermit. Zumindest im heutigen Durchlauf. Ich gehe jetzt mal hier lang einfach. In der Hoffnung, dass vielleicht das Portal hier ist. Ein weiterer... Ich glaube, das lasse ich. Der heilt mich nicht. Der hält mich nur auf. Er gibt zwar gut Erfahrungspunkte, aber das ist mir doch zu riskant gerade. Zumal Kidas MP gleich fast null sind. Und irgendwie haben es alle auf ihn abgesehen. Mein armer, armer Roboter. Da geht's weiter. Huh. Och, nicht noch ein Kampf, bitte. Es ist schon echt heftig, wie lang die auch sind, ne? Diese Ebenen. Mittlerweile ist es schon ein richtiger Kraftakt, da durchzukommen. Eine kleine Medaille, das ist perfekt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. So, der Gang geht hier weiter. Da ist nichts. Also schnurstracks zurück. Nach rechts oder nach unten können wir gehen. Wir gehen jetzt erstmal nach rechts. Bekämpfen die. So, Schacknetz. Damit ist die Magie aufgebraucht. So, Shini steigt ein Level. Da gibt es wieder eine Abzweigung in alle Richtungen. Und hier auch nach rechts. Dann gehen wir da mal lang. Gucken erstmal unten. Von hier erstmal nach links. Nee. Dann heißt es weiter nach oben wieder gehen. Und erstmal uns durch die Könige durchhauen. Einen Blitzgewitter entfesseln. Sehr gut, Kida. Und nochmal mit Wind durchpusten. Kida eingeschläfert. Also merkt schon, die sind sehr aggressiv getrimmt auf meinen Roboter. Amolwasser gebe ich mal, in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann doch gleich einen Priester finden. Der uns heilt, unsere Wunden versorgt und uns hier lebendig rausbringt. Ach Gott, sind diese Ebenen echt eine Qual.
Da sollte man nur noch mit Luderstäben ausgerüstet hier reingehen eigentlich. Aber heute sind wir aber auch nicht so glücklich. Das geht oftmals durchaus besser. Weiter geht's. Bitte eine Kirche gleich. Denn da könnte ein Mimik sein. Wegpulver. Amolwasser, dann kann ich das doch gleich mal nutzen. Kida. Und noch einmal. So können wir uns wenigstens ein bisschen heilen. Nochmal. Eieiei, jetzt wollen sie uns aber auch wirklich hier zuschmeißen. Buchiron. Luderstab, sehr gut. Und Fleisch, aber da können wir nichts mehr tragen. Ist auch egal, wir gehen weiter. Bitte eine Kirche, das wäre so nett. Das Spiel will nicht nett sein, glaube ich, zu mir, ne? Oha, oha, oha. Das ist ein Krieger, habt ihr gesehen? Ganz kurz erhascht. Nee, da wage ich kein Tänzchen mit dem. So, Dille. Fleisch. Nichts. Wieder nichts. Weniger als nichts. Und auch hier gar nichts. Oben oder wo muss ich hin? Ich muss nach oben. Na gut, komm, gehen wir nochmal hoch. Habe ich denn noch irgendein Fleisch, was ich verbrauchen kann? Nee, ne? Komm. Dann gibt's Zunder. Und noch einen eisigen Gruß. Hinterher. Lammschnitt. Und den Tod der Gegner. So wie ein Levelanstieg für Bucciron. 32. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Ein Blatt. Ich gucke mal. Ist das nur ein Heilkraut? Oh ne, Quatsch, aber auch noch so keinen Status gekrempel da. Stattdessen gehen wir hier rein. Haben es gleich geschafft. Eine Kiste. Ich nutze den Lula-Stab. Wäre direkt hier gewesen, ich glaub's ja nicht. Ach, bitte doch einen Pfarrer noch, der uns Beistand schenkt. Stattdessen gibt's nur Fleisch. Kein Beistand, sondern Fleisch. Und einen Kampf. Einen harten Kampf. Mit Blitzen aller Art. Okay, Machotto. Sehr gut. Und das Portal. Wir gehen durch. Und nun sind wir hier. Eieieiei. Das ist ein gefährlicher Kampf. Wir werden ihn so nicht schaffen können. Es sei denn, ich benutze jetzt mein... ja. Mein Elfenmedikament. Ich habe nichts, was sonst die MP doch hier. Ich habe das zweimal sogar. Wir gehen das Risiko. Ich benutze es auf Kida. Und... ich glaube, ich muss alle so heilen, ne? Ich habe einen Stab, der Schaden mit sich bringen kann. Also ich kann gleich mitkämpfen. Hm, wie sieht's aus? Ja, ich heile alle nochmal. Ja. Das ist das Weiseste. Denn hier in dieser Folterkammer haben wir sonst keine andere Möglichkeit. Ich rede ihn an. Oh, du hast die Monster ausgenutzt und sie wiederholte Male dazu gebracht, sich gegenseitig auszumerzen. Du hast sie sich abplacken lassen, die armen Monster. Und erkennst du an, dass du die Monster in eine schreckliche Situation gebracht hast? Wegen dir mussten sie leiden. Stimmst du dem zu? Oh, müssen wir jetzt uns entscheiden. Tatsächlich. Ja. Ja, stimmt. Oh, du erkennst deine Sünde also an. Also werde ich nun ein Urteil sprechen. Ich fälle ein Urteil über dich, Monster Meister Terry.
Du erkennst die Sünde des Ausnutzens von Monstern an. Du hast Monster ausgenutzt. Und deshalb hast du geschworen, nun die Strafe anzunehmen. Die Strafe, die ich nun erkenne, das Urteil. Deshalb, Terry, fordere ich den Tod, die Todesstrafe. Terry, wirst du kühn diese Strafe annehmen und erkennen, dass es so ist, ja? Oh, du, ja, weiß gar nicht, was du sagst anscheinend, ja? Na, jedenfalls, dann mach dich bereit und erkenne deinen Fehler. Akbar. Ich benutze meinen Stab und greife mit an. Ein Fubuki-Stab. So. So, da kommt jetzt was da. Seht ihr? Greife mal mit an. 70 Schaden. Noch zusätzlich. Kida greift an. Und vergiftet ihn sehr gut. So, er konzentriert sich aufs festem Herzen. Shini greift an. Und Butchiron greift auch an. Und das Gift schadet ihm. Ich benutze... Nein, ich will hier nicht fliehen. Ich will meinen Stab benutzen. So, nochmal. So. Da gibt's noch einen harten Hieb. Oh ja, ein Konter da. Tragen wir jetzt. Ionasun wird beschworen. 76 an. Alter, der Schaden, der gibt da aber ordentlich. Und noch, was, nochmal? Wow. So, ich glaube, ich benutze angesichts des großen Schadens nochmal einen Allesheiler. Kida greift an. Butchiron greift an. Shini greift an. Und nochmal Ionasun. Also der weiß wirklich, wie er uns fertig macht, ne? Kann ich die Stäbe, muss ich doch öfters benutzen, ja. Weiß nicht, wie oft ich die benutzen kann. Ah, das war gut. So, er konzentriert sich wieder. Shini greift an. Nochmal. Wir unterstützen unsere Monster so weit es geht. Und haben Akbar besiegt. Sehr gut. 7667 Erfahrungspunkte gibt's. Was? Du willst also noch weitere Sünden hier begehen, Straftaten begehen? Oh. So, also. Terrys Monster vertrauen, Terry. Deshalb, beruhige dich doch bitte. Terry, wir kehren zurück. Ich hätte Akbar gerne im Team gehabt. Aber er wollte sich nicht mehr anschließen, was sehr traurig ist. Aber wir haben es geschafft. Oh, Terry, du hast Akbar besiegt, sagt auch der König. So einer wie du hat natürlich kein Verbrechen begangen, keine Sünde lasse dir auf. Und ja, deshalb macht er da keine Gedanken, musst du nicht tun. Und wenn es irgendjemand gibt, der sich beklagt oder gegen dich erhetzt, dann kommt er bei mir ins Gefängnis rein. Das ist aber zu viel jetzt, des Guten gesagt. Mein König, sagt jetzt der Harlekin dort. Oh, Terry, du darfst dich nichts übernehmen. Und mein lieber Terry, ab und zu in Austausch mit Menschen zu kommen, ja? Die Verbindung zu vertiefen, letztendlich in Austausch, das ist auch ganz wichtig. Also ich habe ja noch einiges zu tun, deshalb ich entschuldige mich. Ich gehe dann mal von dann wieder. Is, tap, tap, tap. Und mal wieder da hinten, in sein Kämmerchen, da verschwindet er. Sehr gut. So, Meister Terry, der Segen hängt uns daheim und ja. Wir haben es geschafft. Ich weiß gar nicht, wir könnten dann vielleicht sogar in der nächsten Arena schon kämpfen. Wobei, wir müssen ja das eine Tor nochmal beschreiten. Aber der stärkere Gegner wurde bezogen. Und wir können hier das nächste Mal weitermachen, ihr lieben Leute. Und bis dahin könnt ihr mal schön kommentieren, liken, abonnieren, falls noch nicht geschehen, die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und ich freue mich auf euch das nächste Mal, wenn es weitergeht. Hier bei Dragon Quest Monsters Teddy No Wonderland. Und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.